direkt gegenüber vom Schwimmbad Tennisplätze. Hier kann man Tennis spielen lernen. Tennisturniere werden hier veranstaltet. Da drüben ist auch eine Tennishalle. Da kann man auch im Winter Tennis spielen. Ich glaube, das ist so damals zu Boris Beckers Zeiten und Steffi Graf Zeiten. Gab es ja diesen riesen Tennis-Hype. Und seitdem läuft das auch. Ihr seht es ja. Da wird auch jetzt gerade schön trainiert. Ist schon einiges los dort. Finde ich gut, dass so eine Esching sowas bietet. Auch für Tennisspieler, Golfspieler, für alles gibt es hier mittlerweile was. Frank, dir würde hier der Öschberghof in Donaueschingen mit seinem Golfplatz wirklich gefallen. Check's mal im Internet ab. Leute, hier ein Denkmal der lieben Heimatstadt Donaueschingen, Irma und Max Egon, zur Erinnerung an unsere goldene Hochzeit, 19. Juni 1939. Wahnsinn. Wirklich schön. Was soll ich sagen? Bis jetzt macht das Osmo Oregon 600 von Garmin wirklich einen super Job. Er hat mich super hierher geführt. Und wir sind jetzt da. Hier haben wir die Briga. Ich weiß nicht, ich glaube mal, ihr seht es vielleicht hier, wunderschön. Das ist die Brigach und das ist die Breg. Und die beiden werden hier zusammen zur Donau. So. Die Brigach und die Breg bringt die Donau zu Weg. Das ist so ein alter Spruch in Donaueschingen, dass man sich das so merkt. Auch als zu den kleinen Kindern sagt man das, dass sie das auch wissen, dass hier die Brigach und rechts von mir die Breg eben hier zur Donau werden. Ja, falls ihr es nicht gewusst habt, ja, einfach mal abchecken und gucken, ob der Murat auch die Wahrheit sagt. Immer hinterfragen. Jetzt war ich genau an der Mündung Donau, Breg, Brigach und auch ein paar Drohnenaufnahmen gemacht. Das Interessante ist, einen alten Lehrer gesehen, der mich unterrichtet hat, damals, als ich Automechaniker gelernt habe. Es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Er hat mich noch sehr gut in Erinnerung, hat auch den Zeitungsartikel gelesen, was ich natürlich klasse finde. So, jetzt laufe ich hier über die Brücke. Und da könnt ihr sehen, hier, das ist die Breg. Ja, das hat mich natürlich gefreut. Habe ihn auch als einen sehr, sehr gut, sehr, sehr anständigen Lehrer im Kopf. War eine schöne Zeit. Ist allerdings alles schon, wie lange her? 25 Jahre. 25 Jahre her. Über 25, oh mein Gott, bin ich alt. Keine paar Meter weiter. Befindet sich hinter mir
das neue Kreistierheim in Donaueschingen. Das ist nicht sehr alt. Die sind umgezogen. Die hatten früher wirklich sehr schlechte Umstände, Verhältnisse im Tierheim. Und es ist nicht lange her. Seitdem haben sie hier wirklich ein komplett neues Gebäude bekommen. Für alle Tierliebhaber, ja, die werden es wahrscheinlich feiern. Ja, auch da ist Donaueschingen ziemlich aktiv. Aber jetzt geht's weiter. Ich melde mich dann wieder. Ja, mein Garmin meldet sich wieder. Hier musst du abbiegen, sagt er. Dann tun wir das mal. Ja, Leute, ich laufe jetzt schon eine Weile, natürlich mit Fotos und Filmen geht das bei mir immer länger wie bei normalen. Aber jetzt laufe ich ein ganz schönes Stückchen von Donaueschingen nach Pforen. Das ist so eine gerade Linie. Zieht sich auch ein bisschen, weil alles gerade ist, aber schaut mal hier im Hintergrund, was für eine herrliche Aussicht ich habe. Und ich laufe direkt an den Gleisen hier entlang. Da wird auch demnächst wahrscheinlich irgendwann mal ein Zug entlang fahren. Einer ist nämlich schon und ja. Lauf bis nach Pforen und dann durch Pforen und dann geht es Richtung Geisingen. Und ich muss sagen, ja, der Tracker macht echt einen geilen Job. Der zeigt wirklich genau an, wo ich gerade bin. Und ich habe einfach die Route gestern Abend so, ja, 20 bis 30 Minuten an meinem Rechner geplant. Normal geht es kürzer. Ich habe ja das Ding erst gestern bekommen. Ich musste mich erstmal mit dieser Basecamp-Software von Oregon mal rumschlagen und Karten einfügen und erstmal gucken, wie das alles geht. So einfach war das nicht, aber ich habe es hinbekommen und jetzt auf dem Weg. Ja. Und wirklich herrlich, keine Menschenseele, ob ich allein auf diesem Planeten wäre. Ja, jetzt geht's einfach weiter mal. In Donaueschingen, Pforen, erstes Dorf an der Donau. Ja, das ist so. Leider ist gerade hier viel Verkehr, sonst würde ich hier länger euch mal kurz erklären. Pforen ist wirklich das erste Dorf an der Donau und ja, ich habe auch mal in Pforen bei der Firma Malbeton ein Jahr lang gearbeitet. Die machen so, ja, Beschalungen, Kanalisationsrohre, Deckel und so Sachen. Das war für mich so eine Art ein Praktikum oder Jobben neben meinem Vater und habe da mal ein Jahr lang hier gearbeitet und war jeden Tag hier, das war in den 90ern. Ja, und ihr könnt jetzt sehen, wie schön Pforen ist. Ist wirklich ein tolles Dörfle. Also Dörfle kann man nicht sagen, die haben alles hier. Einkaufen kann man hier, ja, spazieren gehen kann man hier. Ja, und einen Fußballplatz haben sie, einen eigenen Fußballverein haben sie. Ja, und ich werde noch ein paar Eindrücke mal kurz festhalten für euch. Thank you.